Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Mod-Tutorial von mir. Heute geht es um den The Car Mod. Der fügt ein Auto hinzu. Ist nicht kein besonders großer Mod, aber trotzdem finde ich ihn ziemlich geil eigentlich. Also, ihr geht einfach in die Crafting Bench, braucht erstmal, also das ist das, was ich im Inventar gerade ist, alles was ihr dafür braucht. Dann braucht ihr erstmal zwei Eisenbarren in die Mitte. Und rundherum tut ihr Leder. Dann kriegt ihr so Räder. Die braucht ihr zweimal dann. Dann hier ein Pisten hin, hier ein Pisten hin. Redstone, Redstone Fackel, Ofen. Dann habt ihr eine Engine. Dann hier Eisen, da Eisen, Truhe, Räder und die Engine. Dann habt ihr ein Auto. Das Auto könnt ihr jetzt hier hinsetzen und könnt euch reinsetzen. Jetzt brauchen wir noch Kohle, ist egal ob normale oder Holzkohle. Lieber hier. Ich hole mir einfach mal... Oh, jetzt habe ich mir einen endlichen Stack geholt, egal. Wenn wir jetzt C drücken, dann haben wir hier das Inventar von dem Auto. So, und jetzt habe ich da einen 64er Stack reingetan und... Jetzt war da nur noch ein 63er Stack, weil Added Fuel stand da unten noch. Das heißt, es wurde Dings, Fuel, ne, Benzin hinzugefügt. Und was mir auch aufgefallen ist, das macht extrem viel Dampf hier hinten. Kommt extrem viel aus dem Auspuff. Aber ihr könnt damit einen Block auch hochfahren. Deshalb habe ich mir auch extra hier geguckt, dass ich so eine Map hinkriege, weil man da recht schön drauf fahren kann. Und könnt hier drin rumfahren. Ihr könnt auch das hier nicht nur als Tank, sondern auch als zweites Inventar benutzen. Da könnt ihr alles reintun. Und ja, also mit C öffnet ihr es, aber mit E schließt ihr es, wie beim normalen Inventar. Oder ich denke mal auch mit Escape, ja. So, können wir hier ein bisschen rumfahren. Mit Shift können wir bremsen und mit den normalen Tasten wie SD kontrollieren wir, also fahren wir das Auto mit rückwärts, können wir auch rückwärts fahren. Da kommt einem extrem der Auspuff Dings Abgase ins Gesicht. Können wir hier schön entlang fahren. Da könnte man sich auch mal irgendwie so eine Map oder so ausdenken, so ein Autorennen oder so, das finde ich auch mal witzig. Das gab's auch bei dem Mod, den ich eben vorgestellt hatte, diesen RC Planes Mod, da gab es irgendwie eine Map zu mit den Flugzeugen. Gerade steht hier wieder Added Fuel, das heißt, das Fuel ist leer gegangen, da wurde noch ein neues Kohle hinzugefügt wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich bei der Installation. So, hier sind wir jetzt bei der Installation. Dazu bin ich hier auf dem Forumslink von The Car Mod. Und ja, hier ist ein Download-Link, da könnt ihr einfach draufklicken. Und dann kommt ihr zu AdFly. Hier sind auch nochmal auf diesen Bildern die Crafting-Rezepte, habe ich aber auch eben gezeigt. Und Previous Versions brauchen wir nicht. So, klicken wir einfach auf Skip Ad. Und bekommen wir diesen Car Mod. Da gehen wir dann einfach in MC-Patcher rein, was ich eben mal mache. Und wenn MC-Patcher geladen hat, klicken wir hier einfach auf das Plus. Und gucken in unserem Downloads-Verzeichnis nach 1.2.5 Car Mod und tun es hier in den MC-Patcher rein und klicken einmal auf Patch. Ja, das war's eigentlich schon und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.